Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. Ihr habt es am Titel schon gesehen, wir wollen uns heute mit der Ardennen-Offensive auseinandersetzen, aber eigentlich war das Thema dieses Videos der Königstiger in La Glace. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber wie gesagt, ihr kennt ja meinen Gendefekt bei Aussprache oder bei der Aussprache von Orten, die nicht in Deutschland sind. Ja, was war die Idee? Also den Königstiger in La Glace, den habe ich schon, der geistert schon öfter mal durch meine, ich sag mal, Gespräche mit anderen Leuten, weil Freunde von mir fahren immer nach La Glace auf diese Military-Show und auf den Flohmarkt dort. Und irgendwann habe ich mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, habe was darüber gelesen, aber so richtig tief rein bin ich nicht gegangen. Ja, und dann hatte ich die Idee, dass da ja unser Team etwas aufgewachsen ist, dass ich sag mal, meinen neuen Mitarbeitern freistelle, was sie machen wollen. Und ja, der Michael hat dann gesagt, pass auf, da lag Lestiger, da kann ich mal rangehen. Also hat er losgelegt, und was ich nachher als Skript vorgelegt bekommen habe, war dann natürlich nicht nur der Tiger von La Glace, weil dann wäre es ja abgeschossen, hingestellt, steht da, sondern man muss die Vorgeschichte auch so ein bisschen betrachten. Jetzt wird es natürlich ein bisschen heikel, und für die Leute, die natürlich das nicht so gut finden, die sollten jetzt natürlich abschalten. Wir reden hier natürlich auch über Verbände der Waffen-SS, weil die Ardennen-Offensive in dem Zuge dieser La Glace-Tiger nachher dort stehen geblieben ist, war ja natürlich eine Operation im Schwerpunkt durch die Waffen-SS, oder die Waffen-SS war beteiligt. Und dann muss man natürlich noch weiterdenken. Also Waffen-SS, SS-Verbände, verbrecherische Organisationen, Kriegsverbrechen. Also das ganze Orchester, das wir jetzt auspacken können, wollen wir gar nicht auspacken. Für uns ist heute mal wichtig, ja, das war alles furchtbar und das ist nicht rechtens gewesen. Das beleuchten wir aber ganz normal, unpolitisch. Wir werden auch nicht über dieses Massaker, das Malmedy-Massaker, großartig berichten in diesem Video. Wir werden es anreißen, weil wir haben ja auch mit Piper zu tun, der dafür verantwortlich ist. Da kommen wir aber noch zu. Fakt ist auf jeden Fall, bevor dieses große Gemecker oder Geschrei wieder losgeht, oh Gott, wie könnt ihr nur, das ist eine historische Aufarbeitung der Ardennen-Offensive mit dem Fokus auf den La Glace-Panzer. Punkt. Und das ist es dann auch gewesen. Also, wer da wieder was Böses drin sieht, der ist hier auf dem falschen Fuß. Und ich sage, 99% von euch wissen auch, wie wir das machen, historisch beleuchten, ich sag mal, objektiv da rangehen und natürlich mit dem Hintergrund wissen, dass das alles furchtbar war und dass das auch nicht rechtens war. Aber das weiß ich schon. Also das, ne, deswegen ist immer so ein bisschen, ich muss es halt im Vorfeld immer nochmal ansprechen, damit keiner nachher sagt, wie konntest du nur. Also, es geht um die Ardennen-Offensive, es geht um Orte wie Stavelot, es geht um La Glace, es geht um Malmedy, es geht um Piper, es geht um die Waffen-SS, es geht um die Leibstandarte. So. Und ich hoffe, dass ihr das auch so aufnehmt, wie ich das hier erkläre. Wer dazu natürlich noch Fragen hat oder Verbesserungsvorschläge im Nachhinein, oder vielleicht haben wir was nicht richtig erklärt, der soll das gerne schreiben, aber es soll jetzt keine Bewertung sein oder keine Verurteilung von irgendwas oder, ich sag mal, Schönfärbung von irgendwas. Mein Gott, das ist immer viel, dass man erzählen muss vor so einem Video, aber gerade wenn es um diese Verbände geht, muss man eben sehr, sehr akribisch in der Vorbereitung sein. Deswegen hoffe ich, dass euch das informativ ein bisschen abholt, und ich denke mal, dass, also ich habe bei der Aufarbeitung immer oder wieder was gelernt. Ich dachte mal, ich weiß viel, aber ich weiß immer gar nichts, habe ich das Gefühl. Das hat der Michael super gemacht, deswegen in dem Sinne auch mal Michael, vielen Dank, und ich hoffe, ihr könnt ihr ein bisschen was mitnehmen am Ende. So, genug Vorgeplänkel, los geht's. So, dann legen wir mal los. Und zwar beginnen wir mit dem 16. Dezember, also quasi die Einleitung der Ardennen-Offensive. Also am 16. Dezember, und das war vor Morgengrauen, rückten 14 deutsche Infanteriedivisionen gegen nur 4 Divisionen des US-amerikanischen 8. Korps auf einer Frontlinie von 100 Kilometer vor. Ich meine, 14 Divisionen, das ist schon eine Ansage, ne? Und damit begann ja die Offensive, also die Ardennen-Offensive, und das war die letzte Offensive der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Und das, wie wir alle wissen, endete dann im Januar mit dem gesamten Verlust der zuvor eroberten Gebiete. Ja, also diese Offensive im Westen fasste alle verfügbaren Kräfte und die Reste der Treibstoffvorräte zusammen, um einen, ja, ich sag mal, letzten entscheidenden Erfolg zu erzielen. Zu Beginn erschien der deutsche Angriff sehr vielversprechend, also kam gut voran. Und die US-Truppen waren von dem deutschen Ansturm völlig überrascht, weil denen wurde ja auch gesagt, die Deutschen sind fertig. Ja, dazu mal ein Zitat von dem Oliver Patton von der 106. US-Infanteriedivision. Der sagte nämlich in einer Dokumentation, ich war sicher, dass wir uns nur nasse Füße in unserem Abschnitt holen werden. Also der hatte nicht mit Kampf gerechnet.
Ja, die GIs hatten fest mit einer Kapitulation noch im Jahr 44 gerechnet, da der Krieg, und das wussten alle schon, für Deutschland ohnehin verloren war. Also da war ja nicht mehr viel nach. An einer Stelle des deutschen Angriffes hatte das US-Militär Artilleristen in der Ausbildung an die Front gebracht, damit die Rekruten wenigstens einen echten Abschuss in diesem Krieg erleben konnten. Aber wie wir wissen, erlebten die natürlich ganz andere Dinge. Kurz hinter ihrem Konvoi brach dann die Angriffsspitze der 1. SS-Panzerdivision, also die Kampfgruppe Piper, durch die alliierten Linien. Benannt war diese Kampfgruppe nach dem Obersturmbannführer Jochen Piper, da kommen wir aber noch zu. Ja, wie zu Beginn des Krieges im sogenannten Frankreich-Feldzug sollten die deutschen Panzer durch die Wälder jagen und so große Teile der alliierten Front ins Wanken bringen. Hat ja schon mal geklappt, kann man ja nochmal versuchen. Ja, da müssen wir natürlich auch wissen, dass das gesamte Gewicht der Ardennenoffensive und das im Norden, dass dieses gesamte Gewicht ruhte auf der 1. SS-Panzerdivision LAH und der Führung von Wilhelm Mohnke. Da können wir uns erinnern, Film Der Untergang, Wilhelm Mohnke, Verteidiger von Berlin. Ja, die Kampfgruppe Piper hatte nicht nur den modernen deutschen Standardpanzer IV zur Verfügung, ihm waren auch zahlreiche Pantherpanzer und überschwere Panzer vom neuen Typ Tiger II, also der Königstiger, zugeteilt. Ja, und diese Division war natürlich berühmt-berüchtigt und natürlich wurde die von den Waffentaten her hoch gelobt, aber nach dem Kriege wurden natürlich auch Kriegsverbrechen bekannt. Da gehen wir noch drauf ein. So, dann müssen wir uns mal die schweren Panzerabteilungen anschauen, die hier dabei waren. Also schwere Panzerabteilungen, so wie die 501. schwere Panzerabteilung der Waffen-SS. Die war früher die 101., wenn man nochmal in die Zeit der Normandie bzw. die Landung in der Normandie schaut. Der Kommandeur war Heinz von Westernhagen und in dieser schweren Panzerabteilung 501 unterstanden ihm 45 Königstiger. Ja, und auch seinem Befehl kam auch der Tiger 213 von Helmut Dollinger zum Einsatz, der wie einige andere in diesem Bericht noch eine Rolle spielen sollte. Also 213 sollten wir uns schon mal merken. Ja, wie dieser als Zugführer beim Kampf von Douglas auf den Panzer von ehemals Panzerkommandant Franz Faustmann kam, ist heute unbekannt. Ja, alle Einheiten der Kampfgruppe Piper, also natürlich auch die Panzer, hatten den Auftrag, die Maas zu erreichen, um somit einen Angriff auf den Hafen Antwerpen zu führen. Ja, dann steigen wir schon mal ein in dieses Kampfgetümmel. Also trotz erster Erfolge gegen unerfahrene und überraschte US-Truppen zeigte sich aber bald, dass die ganze Offensive auf falschen Annahmen beruhte. Ja, das erste Glück für die deutschen Angreifer war das Wetter. Durch dieses schlechte Wetter konnte die alliierte Luftwaffe nicht so zum Tragen kommen, wie wir es aus anderen Kriegsschauplätzen kennen, also in der Normandie zum Beispiel. Ja, Nachteil war natürlich Schneefall, Nebel und die Wiesen waren alle nass und die Wälder waren schwer befahrbar. Das heißt, diese überlegenen schweren Panzer konnten ihre Fähigkeiten kaum ausspielen, weil die Gefechte auf engstem Raum stattfanden. Ja, und wo man auch nicht mitgerechnet hatte, waren, dass sich kleine Gruppe entschlossener Verteidiger so aufstellten, dass die deutschen Angriffsspitzen also eine Zeit lang aufgehalten werden konnten. Und wenn man einen bestimmten Zeitplan im Nacken hat, ist das natürlich schwierig. Ja, und gerade dieses Gebiet von Wäldern und kleinen Straßen, da konnten diese riesigen Panzer nicht mal eben drum fahren, sondern wenn irgendwo was blockiert war, mussten sie versuchen zu umgehen und aus den Flanken angreifen. Das heißt, sie mussten auch ihre Panzerspitzen auf engsten Räumen gruppieren und dann frontal angreifen. So, wenn wir jetzt zurückgucken, 1940, da war für einen Infanteristen so ein Panzer überhaupt nicht zu stoppen. Im Jahr 1944 gab es aber entsprechende Packs der Infanteristen, also die sogenannten Bazookas oder Panzernahbekämpfungsmittel. Das heißt, hinter jeder Hausecke, in jedem Erdloch, konnte ein GI mit einer Panzerfaust bzw. mit einer Bazooka stehen und konnte ein Loch in Tiger schießen oder in Königstiger schießen. Das kennen wir nun auch schon. Ja, und was machten die Alliierten natürlich durch diesen verzögerten Angriff? Konnte man den Vormarschweg ungefähr ausrechnen und dann hatten die genug Zeit, die Brücken zu sprengen, die die Panzer hätten tragen können, weil da waren auch nicht viele von da. Ja, schauen wir uns mal den Zeitraum 17. bis 21. Dezember an und da gehen wir mal nach Stavelot. Ja, auf der Suche nach Übergängen, um aus dem Ameltal herauszukommen, beschließt final die deutsche Kampfgruppe Piper über Stavelot zu fahren. In dem Städtchen Stavelot befand sich eine wichtige Brücke über den Fluss Amel. Als am 18. Dezember in Stavelot die Kampfgruppe Piper der
LAH eine unversehrt gebliebene Brücke über den Fluss Amel entdeckte, griff sie die von der Task Force Solis verteidigte Stadt an. Am frühen Morgen des 18. Dezember neutralisierte die Kampfgruppe Piper die amerikanischen Geschütze, die den Zugang zur Brücke über die Amel verteidigten. Nach einem mehrstündigen heftigen Kampf mussten die GIs angesichts der Panzer, also die Tiger und die Panther, die auf die Brücke zufuhren, die mussten ihre Stellung aufgeben und sich auf den dahinterliegenden Hügel zurückziehen. Der US-Offizier Sidney Detmer erinnerte sich später: Wir haben gegen Hitlers beste Leute gekämpft. Das war eine der besten Divisionen. Die hatten direkte Order von ganz oben, uns richtig die Hölle heiß zu machen. In Stavelot bescherten uns dann die Deutschen die Hölle auf Erden. Ein paar Mal warfen sie uns raus, aber am Ende kamen wir doch wieder rein und hielten unsere Position. Das war um Weihnachten. Ich habe meinen 20. Geburtstag in dem Städtchen verbracht und an dem Tag hatte mich ein Scharfschütze nur beinahe erwischt. Ja, was passiert als nächstes? Piper mit seinen Männern überquerte die Brücke und drang in den unteren Teil der Stadt ein. Und schon ging es los. Stadtgefechte wissen wir ja alle. Dort verlor er gleich den Panzer 105, also den Panzer von Obersturmführer Jürgen Wessel. Ja, dieser Panzer wurde tatsächlich auch von einer Panzerfaust, also einer Bazooka, getroffen. Und dadurch fuhr der Fahrer rückwärts in die Trümmer eines Hauses und da blieb er dann auch stecken. Die Besatzung verließ den Panzer und ließ ihn dann in der Rue Saint-Emilion stehen. Ja, was machte Wessel? Der sprang auf den nächsten Panzer und fuhr weiter nach Westen in Richtung Trompont. Die US-Einheit sah somit fest, es ging weder vorwärts noch rückwärts. Ja, denn der Lieutenant oder Leutnant Thomas L. Arani erinnert sich an diese Falle und hat das wie folgt geschildert. Mac und ich saßen auf einem Beobachtungsposten im zweiten Stock. Links konnten wir aus dem Fenster einen M10 sehen, also das ist ein Panzerjäger. Das Fahrzeug wurde von Sergeant Ray Dudley befehligt und sicherte die Brücke kaum 100 Meter entfernt. Plötzlich sah ich das lange Rohr der Tigerkanone und die Nummer 222. Kaum hatte der Tiger den Schatten des Gebäudes verlassen, feuerte der M10 Jagdpanzer. Sein Geschoss durchschlug die Panzerung über dem Fahrwerk. Der Panzer blieb ruckartig stehen. Vermutlich hat es den Kanonier und den Ladeschützen erwischt. Das war der letzte Panzer, der versucht hatte, die Brücke zu überqueren. Der Königstiger 222 von Obersturmführer Kurt Sowa war zu dem Zeitpunkt der Ardennenoffensive ziemlich neu und bekam eine sogenannte Hinterhalttarnung. Das war so zu verstehen, da wurde über dem sandgelben Grundanstrich rotbraune und grüne Farbfelder verteilt und durch wieder neue Punkte der Gegenfarbe aufgelockert. Der Hintergrund war, dass dieses Bild die riesige Kontur eines Königstigers verwischen sollte. Ja, was passierte als nächstes? Dann traf das 117. US-Regiment der 30. Infanteriedivision zur Verstärkung ein und eroberte die Stadt und auch die Brücke zurück. Ja, dann kommen wir zur Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, denn hier gelingt es den Amerikanern, die Brücke zu sprengen und die Vorhut von einem Teil der Kampfgruppe und ihrer Versorgungseinheit abzuschneiden. Damit wurden die Versorgungseinheiten gezwungen, nach Trompont zurückzuweichen oder auszuweichen. Auf dem Rückweg dieser Kampfgruppe werden dann die ersten Kriegsverbrechen an Zivilisten begangen. Ja, wenig später wurde auch dieser Nachschubweg abgeschnitten und dann versuchte Piper auf einem anderen Weg bzw. auf einer anderen Route durchzubrechen. Ja, dann kommen wir mal zu dem Ort Stoumont. Also in diesem Ort Stoumont kämpften SS-Truppen und US-Soldaten 2 Tage lang erbittert um das Saint-Edouard-Sanatorium, während die 250 Patienten im Keller aushalten mussten. Ja, ein Zeuge dieser Kämpfe erinnert sich: Über unseren Köpfen tobte die Schlacht. Die angreifenden Soldaten setzten den Kampf mit Maschinengewehren und Granaten fort. Die Amerikaner waren im Erdgeschoss eingerichtet, aber eine starke deutsche Einheit war zum Gegenangriff übergegangen. Um die Kellerschächte regnete es Kugeln, die wie große Hagelkörner einschlugen. Seit dem Vortag war die Bevölkerung unseres Unterschlupfes um etwa 20 Einwohner Stoumont und 40 Evakuierte aus der Gegend von Elsenborn gewachsen. Es wird gebrüllt und gebettelt, Panik in einem beißenden Rauch von Staub und Pulver. Alle wollten nur raus. Ja, erstaunlicherweise überlebten hier alle Patienten die blutige Schlacht. Die Amerikaner hielten das Krankenhaus und Piper wurde auf das Gebiet um das Dorf La Glaise zurückgedrängt. Nur 6 verbliebene Königstiger folgten Piper nach La Glaise.
Einer von ihnen war der Tiger 213, von dem wir am Anfang schon mal sprachen. Ja, den nächsten Abschnitt nennen wir mal das Ende in Douglas. Also die Nummer 213 auf dem Panzer möchte ich ganz kurz erklären, wer das noch nicht weiß. Also das bedeutet 2. Kompanie, 1. Zug, 3. Panzer. Und man muss auch wissen, dass jeder Zug aus 4 Panzern bestand. Ja, ein weiterer Königstiger mit der Nummer 221 von Georg Hantusch und ein Panzerkampfwagen 4 verteidigten die Anhöhe der Verrimont Farm am Stadtrand von La Glaise. Von ihrer dominierenden Position aus bewachten beide Panzer die östlichen und südöstlichen Zugänge von La Glaise. Kommen wir zum 21. Dezember. Also am 21. Dezember greifen US Sherman Panzer der Task Force McGeorge und der Task Force Lovelady, das sind auch Namen, ne, der 3. US Panzerdivision La Glaise an, zur Unterstützung der Infanterie der 30. Infanteriedivision Roosevelt's SS und schließlich die Fallschirmjäger der 82. Airborne. Gegen Mittag sahen beide Panzer den Gegner heranrollen. Eigentlich ja für die großen Kaliber und die Entfernung kein Problem. Am frühen Nachmittag griffen sie Sherman Panzer von der Task Force McGeorge an, die Route von Roanco herunterkam, in einer Entfernung von 2000 Metern. Zuerst eröffnete Dollinger in seinem Königstiger 213 das Feuer und Hantusch vom Panzer 221 tat es ihm gleich. Ja, auf 15 von Rouen kommende Sherman-Panzer setzte es Schuss um Schuss. Und jetzt denkt man natürlich, hier sind alle in die Luft geflogen, aber weit gefehlt. Irgendwie war das Glück nicht auf der Seite der deutschen Panzerkommandanten. Sie erzielten keinen Treffer. Die Shermans hingegen hatten teilweise Glück und registrierten mehrere Treffer. Sie mussten aber trotzdem die Kolonne stoppen. Ja, weiterhin feuerten die Amerikaner mit Artillerie und den Panzerkanonen auf die Königstiger und natürlich trafen sie dann irgendwann auch. Das vordere Drittel von Dollingers Panzerkanone wurde abgeschossen und der von Hantusch wurde auch mehrmals schwer getroffen, sodass der Schwenkmechanismus zerstört wurde. Beide Panzerbesatzungen mussten aussteigen und ihre Panzer aufgeben. Der Dollinger, der auch am Kopf verletzt war, suchte Schutz im Keller eines Hofes. La Glaise wurde von den amerikanischen Truppen umzingelt. Piper hoffte auf Entsatz, aber niemandem gelang es, den Weg zu ihm wieder freizukämpfen. Ja, der Dollinger, das sei noch mal kurz erwähnt, der bereits an den Feldzügen auf dem Balkan und in Russland teilgenommen hatte, wurde dann bei Kämpfen in Ungarn am 24. Februar getötet. Ja, Piper war bekannt für sein immer energisches Vorgehen, aber hier hat er nun auch verspielt und in dieser verfahrenen Situation wusste er sich auch keinen Rat mehr. Also seine Truppen igelten sich ein und warteten auf die weitere Entwicklung. Am 22. wurde dann die Lage in La Glaise oder beziehungsweise der eingekesselten Truppen in La Glaise unhaltbar. Auf jeden Fall wurde noch versucht, Fallschirmjäger abzusetzen, aber das hat dann auch nicht mehr die Situation verändert. Ja, am 23. Dezember erhielt Piper, nachdem er fast 15 Stunden unter Artilleriebeschuss gelegen hatte, die Erlaubnis zum Verlassen des eingeschlossenen Dorfes. Damit war die Ardennenoffensive endgültig gescheitert und das hat Piper auch eingesehen. Der ganze Erfolg basierte auf dem Vormarsch einer Panzer. Und wenn die nicht vorankommen oder keinen Treibstoff mehr haben, nicht versorgt werden können, dann sind das große Stahlkolosse, die irgendwo rumstehen. Ja, es geschah auch kein Wunder. Am 24. Dezember entschloss sich Piper dann, seinen Auftrag aufzugeben und die restlichen Soldaten zu retten. Alles Gerät wurde mitsamt der 80 Verwundeten, einem Arzt und Sanitäter inklusive der amerikanischen Kriegsgefangenen zurückgelassen. Später drangen die Soldaten zu Fuß in die amerikanischen Linien ein, konnten sie dann durchqueren und das Regiment des Obersturmbannführers Knittel erreichen. Ja, es flohen also 800 deutsche Soldaten der einst 4000 Mann starken Kampfgruppe in der Weihnachtsnacht 1944 und ließen 135 gepanzerte Fahrzeuge zurück, darunter auch den 69 Tonnen schweren Königstiger 213, der heute im Museum zu sehen ist, und 5 weitere noch funktionierende Tiger 2, dann noch 13 Panther, 6 Panzer 4 und 50 weitere gepanzerte Fahrzeuge, darunter natürlich auch viele gepanzerte Halbkettenfahrzeuge. Ja, alles in allem war das der weiteste Vormarsch der Panzergruppe nach Westen.
Ja, hinterher ist man immer schlauer und die Sieger schreiben die Geschichte. Das soll jetzt auch nicht falsch klingen, aber das Scheitern der Kampfgruppe Piper gilt heute als Hauptursache für die deutsche Niederlage in der Ardennenoffensive. Wir können heute sagen, dass wenn die Amerikaner die Ardennenoffensive bei Bastogne gewonnen haben, die Deutsche sie bei La Glaize verloren haben. Dies lag auch an der hohen Zahl technischer Ausfälle und dem akuten Mangel an Treibstoffen. Ja, schauen wir uns mal die Verluste der Königstiger an oder Tiger II Panzer. Die deutsche Heeresgruppe B berichtet, dass sie zwischen dem 16. und dem 31. Dezember 1944 13 Königstiger verlor. Zwei davon gingen bei Stavelot verloren. Einer war der Tiger 105, der nach Beschuss rückwärts in ein Gebäude stürzte und das Gebäude stürzte auf ihn drauf, der kam da nicht mehr raus. Und der zweite war der Königstiger mit der Nummer 222. Dieser Panzer wurde am südlichen Ende der Arm-Blave-Brücke aufgegeben, als er am 19. Dezember die Kampfgruppe Sandig unterstützte. Zwei weitere Königstiger gingen beim Vormarsch zwischen den Dörfern Stavelot und Tropon auf den Feldern verloren. Einer davon war die Nummer 003. Ein weiterer Königstiger wurde im Dorf Petit Spa an der Brücke verloren, wo es Deckungsfeuer lieferte. Weitere 6 Tigerpanzer, also Königstiger, wurden in und um La Glaize aufgegeben. Im Dorf Co wurde der Tiger 332 am Rand der Straße N33 zurückgelassen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Geschichte vom Tiger 332 aus amerikanischer Sicht an. Und ich denke mal, wir werden das einfach erstmal so hinnehmen, wie es da beschrieben steht. Also die wahre Geschichte des deutschen Tigerpanzers Nummer 332 begann an einer sehr kalten Nacht des 24.12.1944 während der Ardennenoffensive, als mein Freund Sergeant Glenn D. George und seine Sherman-Panzerbesatzung auf einem Waldweg patrouillierte. Plötzlich stieß er auf einen deutschen Königstiger mit der Nummer 332 auf dem Turm. Ja, normalerweise war die Begegnung mit einem Tigerpanzer das Letzte, was so ein Sherman-Panzer sah, aber in diesem Fall dachte dieser George, dass die Besatzung aufgrund der Ruhe schlafen musste. Dann wies er seinen Schützen an, eine Leuchtgranate über dem Tiger abzufeuern, um herauszufinden, warum die Deutschen nicht reagiert hatten, als sie den Sherman hörten. George wusste dann, dass die Deutschen geschlafen hatten und die Leuchtgranate, die über dem Tiger platzte, ließ die Deutschen im Tiger wahrscheinlich glauben, sie würden brennen und sie ließen den Tiger zurück. Ich habe ja mal erzählt, dass man den Panzer nur verlassen durfte, wenn er brannte. Das war so festgeschrieben. Ja, dieser George erzählte mir, dass er auf die Besatzung geschossen hatte, als sie aus dem Panzer sprang. Das Maschinengewehr auf dem Turm seines Panzers tötete 3 deutsche Besatzungsmitglieder und verwundete einen weiteren. Er glaubte, dass der 5. Unversehrt davongelaufen sei. Danach inspizierte George den Tiger und entschied, dass er intakt und brauchbar war. Jetzt muss man auch wissen, für erbeutete Fahrzeuge gab das natürlich immer eine Prämie. Ja, dann rief er den Bataillonskommandanten, also hier steht Bataillonskommandanten, es wird wahrscheinlich der Bataillonskommandeur gewesen sein, George K. Rubel an und informierte ihn, dass er einen Tiger gefangen hatte und diesen mit diesem nach Berlin fahren wollte. Ja. Das sicherlich. Dieser Funkspruch wurde von Leroy Meyer mitgehört, der das Gespräch belauscht hatte, weil der Bataillonskommandeur ein Funkgerät in seinem Jeep hatte und diesen Jeep fuhr dieser Meyer. Ja, als George dann diesem Colonel Rubel Bericht erstattete, dass er diesen Königstiger 332 hatte, sagte Colonel Rubel zu George, er soll aus dem Panzer steigen und seine Patrouille weiterfahren oder fortsetzen, bevor irgendein GI den Tiger sieht und den abschießt. Er antwortet nur, dass er auf keinen Fall den Panzer verlassen würde. Er bleibt also bei dem Ding, solange er kann. Und vielleicht kommt noch ein weiterer Tiger angefahren, so sagte er, den er dann damit abschießen könnte. Ja, aber dieser George fand dann außer dem 332er keinen weiteren Panzer, den er hätte ausschalten können. Irgendwann hatte der 332 also keinen Treibstoff mehr. Also der ist tatsächlich damit durch die Gegend gefahren und in der Nähe des Dorfes Co. wurde dann aufgegeben. Darüber informierte dieser George dann den Colonel Rubel und gab ihm den Standort von seinem oder von dem 332er durch, stieg wieder in seinen Sherman und setzte seinen Weg fort. Dieser 332er steht heute im Fort Benning, USA, in einer Garage neben einem T-34 und soll wohl in ein Museum. Allerdings, wie man hier sieht, wurde auf der einen Seite die Panzerung entfernt und so konnte man einen Blick ins Innere erhaschen.
Ja, kommen wir mal zu dem Museum in La Glace. Also nach Kriegsende schafften die Amerikaner alle noch verbliebenen Panzer und Kriegsgeräte dort weg. Madame Jenny Jean Davis, die Frau des örtlichen Gastwirts, aber kaufte den Panzer 213 im Juli 1945 von den amerikanischen Bergetruppen, die das Dorf aufräumen. Und jetzt kommt der Preis. Eine Flasche Cognac. Ja, das ist immer ein Schnäppchen. Heute würde so eine Geschichte, ich glaube, mehr, also für einen Königstiger bezahlt man bestimmt 1 Million, wenn man überhaupt einen kriegen kann. Ja, was wurde dann gemacht? Dieser imposante Tiger wurde auf dem Hauptplatz von La Glace gebracht und später dort restauriert. Man nahm einen Teil eines originalen Pantherlaufs, die ähneln sich ja, und eine Mündungsbremse von einem Skorzeny-Panther. Also Skorzeny war ja auch ein der James Bond in dieser Zeit, aber das ist eine andere Geschichte. Kann man ja mal googeln, machen wir bestimmt auch noch mal ein Video drüber. Aber dieser Skorzeny-Panther wurde in der Nähe von Malmedy zurückgelassen. Ja, und somit wurde dann die Kanone angeschweißt an den Tigerlauf und somit ist es einer von 7 noch verbleibenden originalen Königstigern weltweit. Wer dann mal das Glück hat, nach La Glace zu fahren, da ist, glaube ich, jedes Jahr ein riesen Flohmarkt. Auf jeden Fall mein Freund Dirk fährt da immer hin mit seinen Kumpels. Da kann man in diesem Museum eine sehr beeindruckende Sammlung von Fahrzeugen, Ausrüsten und Uniformen und natürlich auch den Königstiger mit der Nummer 213 bewundern. So, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf das Massaker von Malmedy ein. Ich möchte das aber nicht zum Thema hier machen. Das kann jeder selber noch mal nachlesen. Aber es geht darum, dass die Kampfgruppe Piper dort Kriegsgefangene oder gefangene amerikanische Soldaten erschossen hat. Und das ist natürlich ein Kriegsverbrechen. Es gab nach dem Kriege entsprechende Verhandlungen, Verfahren, Kriegsverbrecherprozesse und dort wurde Piper auch verurteilt. Also er wurde 1946 zum Tode verurteilt, aber dann wurde dieses Urteil im Januar 51 in lebenslange Haft umgewandelt und 1956, Entschuldigung, wurde er dann aus der Haft entlassen. Also ich habe das Buch damals auch gelesen über ihn, deswegen weiß ich das auch so. 1976 hatte man ihn dann irgendwo in Frankreich gefunden, dann war er dann quasi untergetaucht und dort wurde er dann auch ermordet, also wahrscheinlich erschossen und das Haus wurde abgebrannt oder Brandstiftung, man weiß es nicht genau. Es wurde nie aufgedeckt, auf jeden Fall ist er 1976 dann getötet worden. Ja, das beendet die ganze Ardennenoffensive. Also eigentlich ging es ja mehr oder weniger um den Panzer, der in La Glace steht. Aber das kann man nicht einfach so erzählen, da steht ein Panzer, sondern man muss die Geschichte rundherum erzählen. Und auch man muss sich dann auch mit dieser Kampfgruppe Piper, mit der entsprechenden Divisionsgeschichte und auch mit den Einheiten auseinandersetzen. Das ist nicht immer einfach in unserer Zeit, weil ja die ganzen SS-Verbände als verbrecherische Organisation oder beziehungsweise die SS als verbrecherische Organisation eingestuft wurde. Und es ist auch wichtig, dass man das weiß. Aber wir machen hier ja nun Geschichtsbetrachtung und wir machen ja hier keine Politik. Deswegen finde ich das wichtig. Man erzählt mal die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Und wer noch mehr über dieses Ganze, die Nummer Malmedy wissen will und Piper, der muss das dann eben auch nochmal nachlesen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen mit abgeholt mit der Geschichte über diesen Panzer in La Glace. Wer da mal hinfahren will, los geht's, einmal ran da. Ja, schreibt gerne eure Kommentare, wenn ihr noch was gefunden habt, was wir ausgelassen haben sollten. Daumen hoch, freue ich mich. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, werdet gerne Abonnent, denn hier findet ihr das eine oder andere über den Zweiten Weltkrieg. Bis dahin danke ich für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und auf bald.